Ja, noch eine. Ja, komm schon, lass es bitte irgendwas richtig Geiles sein. Komm schon, komm schon. Herzlich willkommen, Leute. Hier ist der Sebastian von den Gamer Neighbors. Und heute mit einem Pack-Opening bei Hearthstone. Und zwar mein allererstes Pack-Opening. Ich habe zwar natürlich mal Packungen geöffnet, die ich gewonnen habe oder die ich mir mal für 100 Gold gekauft habe. Aber ich habe mir noch nie Packs gekauft. Und wir haben 80 Stück. Und jetzt fragt ihr, oh, wieso 40 alte und 40 neue? Ich habe zwar schon eine gewisse Kartensammlung, habe ich schon in Hearthstone, aber nicht wirklich viele, weder von den neuen oder von den alten. Also schon einige, aber nicht genug, damit ich sagen kann, jetzt brauche ich nur Goblin- und Gnomes-Karten kaufen, weil ich schon genug von den alten habe. So schaut es eben nicht aus. Und ich hoffe natürlich, dass ich mal ein paar Legendaries hier ziehe, weil mein Wunsch wäre schon irgendwie Ragnaros oder Dr. Boom zu kriegen. Und dann fangen wir jetzt auch mal am besten an und gucken mal, was wir so Schönes ziehen. Komm schon. Oh, bin ich drüber gegangen. Rein damit. Nichts. Oh, blau. Selten. Oh, habe ich schon alles. Danke. So, und jetzt eine Globling versus Gnomes. Lila, episch. Golden und gewöhnlich. Oh, golden und gewöhnlich. Jetzt habe ich die auch zweimal in Gold. Episch. Oh, der ist nice. Oh, der ist nice. Hopp, Goblin. Der ist echt nice. Das fängt ja schon mal eigentlich ganz gut an. Würde ich mal behaupten. Golden und selten. Golden und selten. Das ist ja nice. Na, ich werde jetzt auch anfangen, Hearthstone-Let's Plays zu machen, also wahrscheinlich größtenteils Arena, außer ihr wollt irgendwie sehen, sagt, hey Sebastian, zock doch mal irgendwie nach Rang 1 oder so, dann werde ich dementsprechend da auch Videos machen. Selten, selten. Oh, nice, Wichtel-Explosion, die habe ich mir schon etwas länger gewünscht für meinen Sudeck. Oh, die ist aber auch nice, Ruf zu den Waffen. Und ich werde auch andere Let's Plays machen, aber brauche ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, da ich mir einen neuen PC besorgt habe. Ich deswegen jetzt glücklicherweise glücklicherweise jetzt endlich dann Let's Plays auch vom PC aus machen kann. Und da wird auch halt, wie gesagt, andere Spiele dabei sein, aber das werdet ihr dann ja sehen, wenn ich sie hochlade. Deswegen schauen wir erstmal hier, was wir kriegen. Selten! Immer noch nichts Besonderes dabei. Komm schon, Legendary muss drin sein. Komm schon. Selten. Komm schon, Legendary. Lila. Mein, besser als nichts. Selten. Episch. Lasst einen Diener auf die Hand seines Besitzers zurückkehren. Ja, ne? Wenn man es für was braucht. Schreibt mir mal übrigens auch in die Kommentare, was eigentlich eure Lieblings-Legendary ist. Weil ich mich gerade nicht entscheiden kann, dass, wenn ich sie nicht ziehen sollte, selten, ob ich mir Dr. Boom oder Ragnaros craften sollte. Also da bin ich immer mit einem Kollegen auch in einer hitzigen Diskussion, weil Dr. Boom ist echt nicht schlecht für seine 7 Mana, aber Ragnaros ist nun mal Ragnaros. Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Selten. Komm schon. Komm schon. Selten. Da muss doch was dabei sein, dabei sein. Selten. Immer noch nicht, immer noch nicht. Aber unser Glück sollte uns nicht verlassen. Oder besser gesagt mich. Ja, eine epische. Nice, nice. Ja, eine schon mal dabei. Bitte sei irgendwas Geiles. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Legendär. Legendär. Ah, und ausgerechnet der.
Kampfschrei und Todesröcheln fügt eurer Hand einen Ersatzteil hinzu. Der Typ ist relativ unnütz. Soweit ich weiß, da ich mich auch immer mal wieder so über Decks informiere, ist der eigentlich so mit einer, glaube ich, der unnötigsten Legendaries. Aber immerhin, kann ich verkraften. Haha, verkraften, versteht ihr? Nein, war voll unlustig. Nein, aber ich kann die ja zu Staub machen. Hoffentlich war es nicht die letzte Legendary. Selten. Hoffentlich nicht. Ich hätte gern bessere. Selten. Oh, ich werde so viel in Staub verwandeln können, weil ich jetzt so oft Karten schon bekommen habe, die ich schon längst habe. Selten. Komm schon. Ich brauche es jetzt. Gib mir was. Ah, Lia. Aber immerhin zwei Lia noch. Episch. Haha, der ist echt krasser Bastard. Auch wenn ich den, glaube ich, in kaum einem normalen Deck jemals gesehen habe, als jemand spielt. Nochmal lila. Und blau. Selten. Episch. Jetzt die Savannen, ne? Haben wir jetzt auch schon dreimal gezogen oder viermal. Quatsch, komm schon. Selten. Immerhin. Komm schon. Papa braucht ein paar neue Schuhe. Selten. Hab ich schon. Noch eins von den normalen. Damit das letzte so eine schöne Goblin-Pack wird. Selten. Könnte besser laufen bis jetzt. Immerhin, es wird auf jeden Fall mein Kartenpool vergrößern, dann kann ich auch ordentlich wieder was damit anstellen. Also selbst wenn ich jetzt keine weitere wirklich gute Legendary ziehe, kann ich daraus wenigstens genug Staub ziehen, um mir eine Legendary zu machen. Wobei die Frage ist halt, Dr. Boom oder Ragnaros? Oder reicht es wirklich dann am Staub her für beiden? Hoffentlich mal. Selten. Oh. Okay, komm schon. Gib es mir. Ich brauch jetzt eine Legendary. Selten. Hat sich nicht gereimt, aber egal. Komm schon. Ich wollte schon sagen, war doch nicht mal was Blaues, aber Blaues muss ja kommen. Selten. Nee, verleiht einen befreundeten Mech plus 4 Leben. Das ist nice für ein Mech-Deck. Blau. Oh, Legendary. Ja. Komm schon. Was sind das, Prophet Fallon? Verdoppelt den Schaden und die Heilung eurer Zauber- und Heldenfähigkeit. Der kann bestimmt auch richtig nice sein im Deck. Das ist schon mal nice. Der ist schon mal richtig nice. Schon zwei Legendaries gezogen. Das ist fett. Wir haben ja noch einige Packs vor uns. Oh, die ist auch nicht so schlecht. Ich habe die nämlich letztes Mal in Gold gezogen. Da kann ich mir auch ein nettes Mech-Deck bauen. Komm schon. Lass mich nicht im Stich. Lila eine Karte. Golden und episch. Golden und episch. Neues. Sind wir bei 50 von 80 Karten angekommen. Selten. Also ich habe auf jeden Fall schon viele sehr brauchbare Karten bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Da freue ich mich schon richtig, ein paar nice Decks zu bauen. Schulz. Selten. Und rein mit dir. Lila.
Und zwei blau. Selten. Episch. Jetzt habe ich die auch zweimal. Alles klar. Hatte ich die nicht gerade nochmal irgendwie in Gold bekommen oder so? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Selten. Ja, alles klar. Weiter geht's. Hoch, runter, links, rechts, rein. Rituale müssen sein. Ha. Selten. Selten. Golden und selten. Golden und selten. Nice. Gibt doch nichts über goldene Karten. Am besten noch mit Diamonds drauf. Lila. Ah, dafür kein Blau. Episch. Aber dafür episch. Oh, nice. Der ist auch nice. Kann ich mir jetzt ein Handlock-Deck bauen? Fehlen mir aber noch ein paar von denen. Nur eine blaue träume ich. Oh, golden und gewöhnlich. Ah, oh, die ist aber nice. Die ist nice in golden. Fett. Kann ich gut gebrauchen. Passt perfekt in meine Mech-Decks rein. Selten. Ich sollte das aufhören, das die ganze Zeit zu wiederholen. Das geht mir schon langsam selbst auf die Nerven. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass es was Gutes sein. Selten. Sonst werde ich richtig traurig. Oh mein Gott, ich werde so viel craften können. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ah. Selten. Zwielichtdrache. So, jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Bei der Hälfte und zwei Legendaries bis jetzt bei der Hälfte. Ich würde mich gerne nochmal über zwei mindestens freuen. Das wäre nicht schlecht. Deswegen Herz der Karten. Ich glaube an euch. Das ist das Haus vom Nikolaus. So. Ach, Mann. Selten. Komm schon. Immerhin vier neue Karten, die ich noch nicht habe. Das ist auf jeden Fall neues. Lila, episch. Episch. Okay, jetzt so fängt Dinos aus. Okay, ist nicht schlecht. Ah nein, jetzt kommt eine Goblin vs. Gnomes. Power! Oh, episch. Selten und gewöhnlich. Oh, Gold und gewöhnlich. Episch. Episch. Nice. Komm schon. Power! Selten. Komm schon, rein damit. Boah, die ist doch so explodiert. Oh, hat nichts dabei. Selten. Ah nein, genau, ich muss das erst hier wieder. Komm schon. Give it to me, give it to me. It won't give it to me. Selten. Ah, da war wohl nichts drin. Vielleicht muss ich das Päckchen mal mit Schmackes reinwerfen. Selten. Mit Schmackes. Komm schon. Golden und gewöhnlich. Selten. Nimm einen Golden. Komm schon, komm schon. Ich brauche Legendary. Wie ich immer so ein Funkengelb sehe. Oh, nein, die kommt als letztes. Episch. Episch. Löst alle Todesseuche-Effekte euer Diener aus. Hm. Kann mir zwar einiges Lustiges darunter vorstellen, was man damit machen kann. Ja, noch eine. Ja, komm schon, lass es bitte irgendwas richtig Geiles sein. Komm schon, komm schon. Ah, komm. Ja, die ist nice, Baron Geddon. Die ist schon mal nice. Die ist schon mal nice. Nice. Geil, Baron Geddon. Ja, schon drei Legendaries. Komm schon, nicht aufhören. Jetzt müssen es noch mehr sein. Selten.
Selten, zweimal selten. Alter, die habe ich jetzt auch 7-mal oder so. Will man tauschen? Das hätte ich. Okay, wollte ich gerade nämlich so sagen, das wäre nämlich auch nicht schlecht, wenn das Spiel so Tauschmöglichkeiten hätte. Bloß, wenn natürlich die krassesten Leute schon so viele Packs hätten und die dann so einfach mit anderen vertauschen können. Dann machen ja jetzt auch nicht mehr sonst kein Geld mehr, wie sie jetzt machen. Millionen über Millionen, weil wir uns hier die nicen Packs kaufen. Komm schon. Baff. Ah. Wir hatten bis jetzt eine Legendary aus Gnomes vs. Goblins, genau. Und Goblin vs. Gnomes und zwei aus den normalen Packs. Wieder nichts dabei. Aber Gold und gewöhnlich. Ja. Kann nie genug Gold haben. Sag ich immer. Ziel ist es, goldenes Deck irgendwann zu haben. Immerhin, eine epische wieder dabei. Da ist die schon wieder. Ey, die haben wir jetzt aber auch schon 3-mal oder 4-mal. Komm schon. Nee, nee, nee. 1, 2, 3, 4. 5. Die habe ich sogar in Gold mal gezogen aus dem Pack. Tatsächlich. Kriegt man auf Standard-Packs auch mal was Judes. Komm schon. Es werden langsam immer weniger. Das gefällt mir nicht, da muss doch noch was dabei sein. Okay, immerhin schon 3 Legendaries, aber sollten bei 80 Packs eigentlich auch drin sein. Ich frag mich, ob es bestimmt da, muss es bestimmt geben, aber ob es so einen gibt, der sich auch 80 Packs geholt hat und nicht eine Legendary gezogen hat. Das wäre zwar ein bisschen sehr traurig, aber... Oh, episch. Ah. Nice. Komm schon. Noch eine epische. Oh, 2 blaue, nice. Golden und selten. Golden und selten. Episch. Episch. Ui. Nicht schlecht. Ach ja, genau, wir waren jetzt bei den letzten 20 angekommen. Jetzt sind wir bei den letzten 18 nach diesem Pack hier. Alter. Selten. Auch jetzt schon 100 Mal und auch 2-mal in Gold. Gold. Mein Schatz. Wieder nichts Besonderes dabei. Quatsch. Ah ne, genau, erst wieder eine normale. Komm schon, komm schon, komm schon. Alles auf die 7. Eine epische. Nee, episch. Oh, nice. 2-mal Snake Trap. Schlangenfalle. Das ist nice. Davon kann man auch nie genug haben. Okay, ja doch. Mehr als 2 Wochen, man ja nicht. Golden und gewöhnlich. So. Ja, genau. Normales. Ich muss ja jetzt gerade wieder nachdenken. Wie man immer, wenn man so ein Pack öffnet, immer diese... Oh. Episch. Vernichtet alle, die dann Noise. Wie man immer, wenn man so ein Pack aufreißt, da diese gelben Punkte, diese orangen Punkte so eingehen, kommt man so denkt, oh mein Gott, was für ein Schimmern unter einer Karte. Da, oh, da waren sie gerade wieder. Ah. Selten. Komm schon, das muss Legendary sein. Selten. Oh, die ist auch nice. Die haben wir auch bis jetzt nur einmal, habe ich die gezogen. Passt aber gut auch in mein Kriegerdeck rein. Baff. Wieder nichts dabei. Selten. Wieder nichts dabei. Komm schon. Jetzt oder nie, jetzt oder nie. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Und wieder nichts dabei. Ja, Kodo. Oh, jetzt gleich die letzten 8 Packs.
Dann sind wir damit auch schon durch. Selten. Auch schon 5-mal. So, letzten 8 Packs, komm schon. 8 von 80. Da muss Legendary. Da muss. Und ist noch nichts. Komm schon. Ja, nice! Legendary, Leute! Legendary! Ja, komm schon. Was kann er denn? Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Okay. Habe ich eigentlich noch nie. Also, ich kenne sie vom Sehen her. Aber ich habe sie noch nie wirklich in irgendeinem Deck gesehen. Da muss ich mir mal auch angucken, ob es da irgendwas Nices zu gibt. Aber immerhin, 4 Legendaries. 4. Auch wenn eine totaler Crap ist, soweit ich weiß. Komm schon, bitte. Oh, 3 blaue. Oh, nice. Ich habe die nicht einmal, glaube ich. Jetzt habe ich das erste Mal. Ich habe die echt nicht einmal, auch in meiner kompletten Sammlung. Hatte ich sie noch nicht. Jetzt habe ich sie endlich. Das ist nice. Lila. Oh, 2 seltene. Episch. Oh, Murky. Auch wenn Murlocs, auch wenn es jetzt so viele Murloc-Karten gibt, die aufeinander aufbauen, welche Murloc-Decks sind noch wirklich irgendwie auf irgendeine Art und Weise effektiv? Gibt's doch, glaube ich, soweit ich weiß, gar keine. Noch ein Murky. Oh, die letzten 3 Packs. Komm schon, das ist schon so traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Komm schon. Oh, episch. Oh. Er ist auch ganz nice. Für seine Kosten. Und auch noch Verstohlenheit. Letztes der normalen. Komm schon, Ragnaros. Komm schon, da muss doch ein Ragnaros drin sein. Immerhin eine epische. Und 2 blaue. Episch. Oh, okay. Die letzte, Leute. Drückt die Daumen. Komm schon. Komm schon. Schön wär's gewesen. Golden und selten. Ja, Leute. Das war's dann mit diesem Pack-Opening. Schreibt in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich gute Resonanz kriege, sagt, ja, das war lustig mit dir oder ach, das war schon nice. Und mach mal ruhig weiter. Dann werde ich definitiv weitere Packs öffnen. Und ich freue mich über jeden Daumen nach oben und schaut doch wieder rein, wenn ich Hearthstone spiele oder Heroes of the Storm oder was ich auch immer alles auf diesem Kanal mache. Und schaut auch beim Fabio vorbei. Bis zum nächsten Mal mit Sebastian von den Gamer Neighbors. Haut rein.